Moin moin Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir haben, naja, Stress will ich nicht sagen, aber das wird unsere letzte Fahrt erstmal mit dem Dayblader, denn jetzt rechts abbiegen. Ach so, erstmal zum Tieflader. Mensch, bevor ich das vergesse. Unser wird gemacht. Wir haben jetzt einen, wir haben ja den Vierachser gehabt. Haben jetzt einen Dreiachser Dayblader hinter. Und auf den nächsten Metern. Jetzt abfahren. Rechts fahren, dann rechts abbiegen. Jetzt rechts ja. abbiegen. Ist ja schon mal ein ganz anderer Schnack. Falls ihr euch gerade gewundert habt. Und wir haben nach 100 Metern rechts abbiegen. Einen Leihlaster bekommen. Leihlaster, boah, der Alter, so. Und jetzt muss ich erstmal hier. Prost. Ah, wer kennt die noch? Wer kennt die noch? Den alten Humpen hier. Männchen Piss. Und wo pisst er rauf? Wer weiß es noch? Wer weiß es noch, worauf pisst? Die Route wurde neu berechnet. Ich bin. Och, ich bin auch schon wieder völlig verwirrt, Alter. Ich bin schon wieder völlig. Ach komm. Marianne, jetzt ist sie aber. Zu Raben. Nach 200 Metern links abbiegen. Oh. Jetzt links abbiegen. Links fahren. Also wenn die Story so losgeht, Leute, ne? Kann es eigentlich einfach. Jetzt links abbiegen. Wird gemacht, wir haben den jetzt. Das ist auch gleich ein Vorführer. Jetzt rechts abbiegen. Denn Sie haben Ihr Ziel erreicht. Wer hat noch zu mir gesagt, ich brauche gar nicht so ausholen? Hat er recht, brauche ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich das jedes Mal mache. Achso, erstmal auseinanderhaken, der holt Mist. So Leute, das mache ich mal fix, bis gleich. Ja! Mal ernsthaft, Digga, dafür auseinanderziehen, dann hätte ich mir sparen können. Also, ja, komm, alles klar. Leute, mal ganz ehrlich, so ein Schwachsinn. Ja, obwohl, warte mal, wir hüpfen hier mal rüber. Na ja, gut, gut. Wäre ein bisschen lang gewesen. Oh, die Synchro ist ja auch wieder on point. So, bleib mal hier. Ah, nee, du. Nee, nee, nee. Das sieht gut aus. Was mit der da hinten? Ja. Perfekt. So, hier gleich nochmal. Aber das sieht gut aus. Ah, einknacken. So. Wunderbar. Wunderbar. Dann machen wir gleich noch ein Screeninanini. Da, meine Freunde. Sag mal, was ist denn hier los?
Hä? Was war das denn? Okay, hör das mal schön an. So. So. Zack. Dann würde ich sagen, geht's los. Rennen, Junge! Es geht nach Antwerpen. Und warum wir euch da erzählen, das passt nämlich ganz gut, denn da bleibt das ganze Gespann auch erstmal stehen. Also ich lasse es da stehen. Wird dann weiter übernommen von einem meiner Fahrer oder Fahrerinnen. Das muss ich dann mal sehen. 13 Tonnen. 13 Tonnen. Ah. Das ist ja noch. Das ist ja noch alles im Rahmen, nicht wahr? So. Denn, liebe Leute, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So langsam, aber sicher kommt die Truck Custom Geschichte mit Onkel Bollemann. Aber richtig in Fahrt. Und zwar habe ich zwei Anfragen. Jetzt rechts abbiegen. Ich hole schon wieder aus wie ein großer. Brauche ich doch gar nicht, Mann. Jetzt ist das Ding auch noch so lang. Jetzt bleib ich schon hängen dahin. Pass auf. Nee. Jetzt rechts abbiegen. Oh, fast. Und zwar hatte ich eine Anfrage für den A&L und für den 660er Next Gen. Ja Leute, was soll ich sagen? Beide verkauft. Die gehen beide nach Spanien. Nach 200. Alter, ich bin der Kunde fragte mich, wie es aussieht mit mehr. Er will mehr. Ich sage, ja, ist ja überhaupt kein Problem. Ist ja nun gar kein Problem. Und dann sagt er, was ist mit deinem Tee? Ich sag, was soll mit meinem Tee sein? Ja, ich möchte kaufen. Ich sag, nein, nichts kaufen Tee. Kannst du kaufen es, kannst du kaufen er, aber nichts kannst du kaufen Tee. Verrückt oder was? Nee, Leute, den, das ist der einzige, den ich niemals verkaufen würde. Genauso wie den hier. Denn hier, Leute, hier ist gerade wieder jemand bei, etwas zu zaubern. Ich nenne ihn einfach mal. Ich nenne ihn mal Old Boy. Dann weiß jeder, wer gemeint ist. Er zaubert gerade für mich wieder. Ja. Also das Indie ist fertig, aber passt es für mich an. Mit wieder so ein paar klitzekleine Feinheiten, würde ich sie mal nennen. Ich freue mich drauf. Wolli, grüße ihn raus an dieser Stelle. Ah, hier kam gestern, glaube ich, auch keiner, oder? Ja, gut, perfekt. So. Juan heißt der Typ übrigens. Der Kunde aus Spanien. Juan. Man kann auch Huren sagen. Das ist, in Deutschland sagt man Huren, weil da in Spanien sagt man Juan. Warum fahre ich so schnell? Und ja, also er will fertig, komplett, also er hat eine riesen Halle. Mit, also lass mich nicht lügen. 40 getunten LKWs, aber nicht einer so schön wie zum Beispiel der A&L oder der Next Gen, der 660er. Nicht einer annähernd so schön wie die beiden, die von Bollemann Custom gepimpt wurden. Und was soll ich sagen? Das gibt richtig gutes Geld. Und jetzt ist das nächste Ding, Leute. Nachdem er angerufen hat und ich ja verkauft habe und zugesagt habe, dass das klar geht und ich in Spanien war und mir das mal angeguckt habe, jetzt gehen ja die beiden rüber. Aber er will noch mehr. Und da, ach, was will ich denn? Ich will doch nicht abbiegen. Und da habe ich mir gedacht, okay, fangen wir ein neues Projekt an. Und wir haben ein neues Projekt. Es ist wieder ein Next Gen. Diesmal ist es aber ein
runterfahren. Da freue ich mich richtig drauf. Und Leute, der lässt Kohle springen, das kann man sich nicht vorstellen. Unfassbar, wirklich unfassbar. Und das sieht man, glaube ich, auch im Konto. Dann haben wir momentan 2 Mille. Ich sag mal so, das schmeckt. Das schmeckt. Deswegen tut es auch gerade nicht so weh, wenn irgendwas mit den Maschinen ist. Alles easy. Alles easy. Es läuft gerade momentan wie ein Länderspiel. Ich sage immer, rund und gesund. Wenn es einem gut geht, dann Bollemann. Grüße gehen raus an meine YouTube-Kollegen, natürlich selbstverständlich, an Raimi, an Binford, an Hermi, an Meda, da wird's dann auch schon eng. Was ist jetzt? Muss ich jetzt... Zonen auf der Autobahn, denn für dieses Stück, es kann ja immer mal sein, dass ein Frosch runterfällt, würde ich sagen, 500 Meter davor und auch noch lieber 500 Meter dahinter, würde ich auf Zone 30 regeln. Auf der Autobahn, ja. Ich als Tierfreund finde das total toll. Also ich würde es machen. Sicher, sicher. Damit, wie gesagt, lass mal so einen Frosch da, der kommt aus der Kneipe, torkelt oben lang, zack, runtergefallen, auf der Autobahn. Und du kommst damit, in meinem Fall 90, PKW mit, keine Ahnung, was angeballert. Also lieber runtergehen auf 30, damit sich so eine Froschtreppen... Jetzt rechts fahren und den Straßenverlauf weiter. Auch lohnen. Danke, Erika, dass du mir das so rechtzeitig sagst, wie das ist wie ein Träumchen. Natürlich nicht Erika, natürlich Grete. Also, was ich sagen kann, diese 9 Tonnen weniger an Gewicht vom Dayloader, das ist schon schön, ne? Das zeigt ihr aber mal, wie es ist. Das zeigt ihr aber mal so, wie es ist. Oh, nee. Ich glaube, ich muss da... wo fahren die denn jetzt? Und warum fährst du 54? Abbiegen.
das geht ja nicht. Mach mal langsam. Schön hier. Wirklich schön. Einfach mal aus dem Glas zu trinken, muss ich sagen. Das ist mir da noch so dünn. Komm mal, er ruft auch nie an, von wegen hier ein bisschen kooperieren und so. Nix. Also von da habe ich mir gesagt, können wir mal Arsch lecken. Kein Stück. Schluss. Auerwehe, du. Mistmade, du Mistige. Von da habe ich gesagt, mach ich auch keine Werbung mehr für Krombacher. Krombacher, wisst ihr? Die Firma Krombacher. Mache ich keine Werbung mehr. Für Krombacher mache ich jetzt ab. Für Krombacher ab heute keine Krombacher Werbung mehr. Für Krombacher. Schlechter Witz jetzt. Das ist jetzt aber ein ganz schlechter Witz. Obwohl, oh, er läuft aber auch sahnemäßig. Ja. Also, mehr dürfte aber auch nicht sein, alter Schwede. Wandern. Wahnsinn.
dachte, wir können da durchzwiebeln, aber wir fahren, glaube ich, gerade nur auf einer Seite. Kann das sein? Nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Jetzt links Antwerpen. Und die nee, Mäuschen, was redest du? Du lügst doch schon wieder, du Mistviech. Ach doch. Aber hier stand auch gerade Antwerpen, oder nicht? Hundertprozentig stand da Antwerpen. Hundertprozentig. Rechts fahren, dann rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Egon, was hast du? Ein bisschen mehr ausholen, ne? Also, ey. Sehr, sehr schön. Wenn du nicht so labern würdest, ne? Ich muss sagen, es ist einfach immer schön, in Holland zu sein. Holland, Belgien, es ist ein Traum, wirklich. Ich liebe es. Ich liebe es. I love it! Das war Krawatten Gustav. Rechts abbiegen. Fährt der auch dahin, wo ich hin muss? Jetzt rechts abbiegen. Nee. Nach 200 Metern links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja, ich habe mein Ziel erreicht und das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Da rein. Wieder über. Oh, bitte, lass doch mal da ein bisschen. Hallo, ich muss doch hier drehen. Leute, seid doch mal lieb. Wisst ihr, wo ich hin muss? Nee, ne? Ich ja. Ja. Der Hof ist aber auch wieder voll geschissen hier, du meine Fresse. Nicht. Leute, das könnt ihr jetzt nicht sagen, oder? Geht das, was ich hier mache? Nee, ne?
Das sage ich euch, wie es ist. Das ist Sauerei. Schweine. Eine kurze Runde, aber eine sehr informative, denn wie gesagt, nächste Folge, die wahrscheinlich schon morgen kommen wird, fällt mir gerade ein, ja, wir machen ja zweites Wochenende, fahren wir den neu gepimpten selber nach Spanien. Ich freue mich richtig drauf. Ich weiß gar nicht, ob wir den Trailer, nee, er wollte nur einen Laster haben, ja genau. Und dann werde ich euch vielleicht eventuell Juan mal vorstellen. Wenn es klappt, er ist sehr schüchtern. Er ist sehr schüchtern. Mal gucken, ob es klappt. Wir werden sehen. Leute, reinhauen, bis zum nächsten Mal.